Malung, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Hard auf hart. 1 gegen 1. Ohne Items. Fox only. What? Nein. Und wo ist das überhaupt? In der letzten Folge haben wir mit Ike gespielt und jetzt weiß ich noch nicht genau, wen ich nehme. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sagen, das Duck Hunt Duo. Ja, schön. Ah, die spiele ich richtig gerne. Weiß, ob ich da mit denen gut bin, aber macht Spaß, mit denen zu spielen. Deswegen spiele ich die jetzt. Ja. So. Okay, ein Pokémon kommt. Voll nicht, aber... Wo ist das? Kung Fu Enter Dish! Was ist das? Kung Fu Enter Dish! Komm, Mexikaner. Ah! Schufte. Mexikaner Schufte. Apaduba. Meine Güte, was macht der denn da? Ah, schön. Also schlecht läuft das nicht, finde ich. Bams. Was ist das? Hey. Flieg weg, so. Sehr schön. Aber wenn da, sobald ein Charakter irgendwie versucht, Spieler versucht zu grabben, dann wollen die immer überall grabben, ne? Weichst aus. Was? Okay. Ja, frisst das. Ah! Meine Dose! Ach, Mann. Ah, schön. Dadurch hätte ich jetzt rausfliegen müssen, das wäre gut. Verdammt! Das war so geil. Was zum Teufel? Eine Kombo gemacht mit meiner Dose. Schufte. Voll die Ente. Darf mich gar nicht so oft in die Luft aufhalten wegen dem Kapdonner. So geht das. Bams. War erschossen. Genau, das meine ich. Weiß, mach nicht den Spammer. Das weiß ich noch aus Brawl. Enter halt ihn auf. Pointe. Irgendwie getroffen. Man auch irgendwie nur das gleiche kann das sein. Ja, daneben. Habe ich da auch aber rausfliegen gesehen. Ja, das war doof. Ich konnte mich nicht entscheiden, von welcher Seite. Ich wollte so von unten links kommen. Hätte gedacht so, was? Dann wäre vor Schreck untergefallen. Das war mein Plan. Ja, den letzten Kampf habe ich gewonnen. Das war mit Ike. Das war vor 20 Minuten so ungefähr.
Das heißt, den nächsten Kampf müsste ich jetzt gewinnen. Das ist bei mir immer so. Einen Kampf verliere ich, einen gewinne ich. Ja, wie ein Splatoon. Wenn ich offscreen spiele, dann gewinne ich und dann verliere ich. Meistens. Obwohl, in letzter Zeit habe ich oft gewonnen, offscreen. Eins gegen eins. Da fand du. Saucer, ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wie der letzte hieß, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich schon mal gegen den gekämpft habe. Glaube ich nicht. Ich habe noch nicht gegen Pikachu gekämpft. In den letzten Folgen. Ja, frisst diese Bohnen. We have some beans. What? Beans? Beans. Habe ich die Level überhaupt gekauft? Hä? Ich habe die Level doch gar nicht gekauft, oder? Und da bricht die Verbindung ab, glaube ich. Boah, der Hund. Ah! Geht immer noch da, ja. Weil die Musik passt. Ja, war doof. Also gegen Nest-Spieler, gegen die komme ich gar nicht klar. Kung Fu Enter, na. Jetzt schon nicht hat die Verbindung die ganze Zeit abkackt. Oh, sehr gut. Ja, Jojo gegen Ente. Ente gewinnt. Ah. So weit lässt er sich treffen und meine Güte. Oh, da war noch ein Mann. Alter. Alter. Ich komme gegen das gar nicht klar. Ja, ist gut, Mann. Alter. Oh nein, ich stehe schon da so breit. Ja, ich bin weg. Backthrow von denen ist irgendwie einer der gefährlichsten von allen, habe ich gehört. Oh. Ja, der hat mich zerstört. Ma. Ich hab schon einen Kampf gewonnen, nee, ne? Das ist der zweite Kampf, Mann. Kommt mir schon so länger vor. Also 8 Minuten aufgenommen, kommt mir schon viel länger vor, ganz ehrlich. Weiß auch nicht wieso, das kommt einfach so. Da kommt jetzt Jake. Ich bin schon mal gegen dich irgendwann mal gekämpft, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nur so viele Leute mit so normalen Namen rum, so echten Namen, anstatt irgendwie so was erfundenes. Ah. Deswegen ist er ein bisschen schwer auszufinden. Und filtern. Robin. Ja, ich nehme nicht da rein. Wie Magie. Robin wollte ich auch main, aber mit dem komme ich nicht so gut klar. Ja, das. Wir sagen können, dass das. Folgen hat. Guck vor, Enter, Dish. Ah, die ist runtergefallen. Sucht der echt Nosferatu. Online. Was ist das? Der ist schon wieder einfacher. Was ist das? Was ist das? Das ist ein leckerer Bohnen. Wer will Fernkampf hier? Ich gebe dir Fernkampf. Er setzt den Angriff auf einen im Kampf. Ist nicht gut. Vor allem darum, da wird doch irgendwie, weiß ich nicht, Rettungsmove leiden. Na. Nach oben, hallo.
So. Bams. Der hat mir gefallen. Der auch. Ah. Wollte ich noch nicht angreifen? Nein, nein. Die kommt näher, die kommt näher. Aber wenn ich voll noch voll Spaß mit dem Dakantu zu spielen. Kann schon sagen. Andere Richtung, Mann. Ja, das musste ich dann dort einsetzen. Ja, das war doof. Mach schon wieder leck. Hier frisst das. Nein, meine Dose. Sehr gut. Ist auch immer ja manchmal passiert. Nein, meine Frisbee. Ah. Oh Mann. Ja, meine Frisbee hat mich beschützt. Irgendwie von dem Feuer überhaupt schon. Hey, mein Mexikaner. Oder Spanier, weiß ich nicht. Ich glaube Mexikaner, aber ne. Nein. Ich hab die Dose. Gedrückt. Ja, ich hab eine Füße geworfen. Hey, ich hab schon wieder vergessen, was vor 2 Sekunden passiert ist. Aber wie kann man nur so Fire Emblem sein? Voll komplett im Blau. Mama Robin, ich auch blaue Haare. Ja, kann er ja theoretisch. Was soll's? Boah, ich habe gar keinen Kampf gewonnen. Muss ich mal ändern. Nein, muss ich mal mindestens gewinnen. Kann ich auch nicht stehen lassen, so. Wall-E von Aaron. Wir können die Lex mal aufhören. Okay, der kommt jetzt. Bitte kein Toon Link. Mal Lucina noch ein Feuer mit dem Kracker. Super. Pff, ich so warte wie ein Blöder. Da sind auch noch andere Angriffe, ne? Das weißt du. Wie? Explodier gefallen ist. Oh, verdammt. Vor allem der Angriff tut gar nicht so weh wie der von Marv. Weil er mit der Spitze ja stärker ist. Ja, ich weiß, du hast den Angriff. Oh Mann. Ja, ist gut. Geht die ab. Meine Güte. So langweilig. Bams. Kung Fu Ente schlägt zu. Na Mann. Eine Güte, hat er was anderes als einmal den Angriff. Verstehe ich nicht, wie man immer den gleichen Angriff einsetzen kann. Ja. So langweilig. Nicht aus der Sicht des Gegners, irgendwie aus Spiel des Spielers. Ja. Er hat gedacht, ich werde mal dadurch rausgehauen. Muss mal so Counter einbauen irgendwie.
4. 5. Glaube ich. Nein. 6. Sieben. Bams, Kung Fu hätte. Einmal ein Konter wieder eingesetzt. Mal der Dosen, oder? Er ist schon lange nicht mehr eingesetzt. Ich glaube, er wollte ihn gerade einsetzen. 8. Er wollte ihn, glaube ich, auch wieder einsetzen. 9. Noch Spaß. 16. Hey. Jetzt komm mal raus, Mann. Ich glaube 17, 18, weil wir jetzt gar nicht. Wenn du mal aufgepasst, 19. So. Oh Mann. Meine Dose gekonnt hat, ey. Ich glaube 22, 23. Alter, er fliegt nicht raus. Und ich flieg raus. Was zum Teufel? Oh Mann. Steh ich nicht. Ja, hab ich da schon irgendwie gewinnen sehen. Ah, schade. Habe ich da schon als Sieger gesehen. Okay, letzter Kampf, ja. Würde ich sagen. So, den Kampf muss ich jetzt aber gewinnen. Kann doch nicht ohne Siege herausgehen, hallo? Eins gegen eins. Toba oder Bissen. Ich weiß nicht, ob ich schon Thumbnail für Duck Hunt Tour habe. Ich mache eigentlich nur die Charakter, von denen ich schon Thumbnail ab. Ich, da muss ich einen machen. Oh nee, schon wieder Messina. Wer sagt mir nicht, du spammst die ganze Zeit? Okay, können wir anfangen. Nein. Wir machen halt immer diese Rolle und gehen nach oben. Eins. Nein, Quatsch. Ja. Ja. Das muss sein. Du hast mich wahrscheinlich. Schon eine volle Angriffsoffensive. Die Throws von Fire Emblem Charakter sind nicht so gut, das weiß ich. Glaube ich jedenfalls. Ma, ich kriege hier gar nichts hin. Ich bin noch gar nicht getroffen. Kung Fu Ente. Dusch. Aber Kung Fu Ente. Dusch.
mitten ins Gesicht. Oh Mann. Und geh weg. Sollen wir versuchen anzugreifen und die Dose zu benutzen? Ja, daneben. Sowohl du als auch ich. Peaks. Peaks. Ah, sehr gut. Ja. Nimm die Bohnen als Abschiedsgeschenk. Okay, ein Sieg. Lassen wir es dabei. Okay, sehr schön. Eine Lucina verloren, eine Lucina gewonnen. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.